Das Schiff in der Flasche. Simka, Nolik, seht euch das an. Wow, cool. Wo hast du das denn her? Das war auf dem Regal im Büro meines Vaters. Er hat da viele coole Sachen. Cool, ich bin der Kapitän. Das ist ja ein echtes Segelschiff mit dem Mast, Tauwerk und all dem anderen. Und wie ist das alles da reingekommen, durch dieses kleine Loch? Ein Schiff in einer Flasche ist ein echtes Wunder. Soll ich euch mal verraten, wie es dort reinkommt? Das geht so. Die Maste des Schiffes kann man einklappen. Bevor das Schiff in die Flasche kommt, werden die Maste eingeklappt und gegen das Schiff gedrückt. So ist es klein genug, um durch den Flaschenhals zu passen. Sobald das Schiff in der Flasche drin ist, werden Maste und Segel wieder aufgestellt, indem man an einem Faden zieht. Ich bin ein Oktopus, hä? Ho, seht euch vor! Erfahrene Seeleute wie ich wissen, dem Sturm zu trotzen. Tom Thomas, sei vorsichtig! Hey! Ist es zerbrochen? Nein, alles tidisch. Nicht in dem fernsten tidisch. Seht mal, der Mast ist gebrochen. Wow! Oh, was habe ich bloß getan? Keine Sorge, wir reparieren es. Hol etwas Kleber, los! Hier ist Sekundenkleber. Der ist sehr stark. Der klebt alles zusammen. Nolik, komm, hilf mir! Puh, das Zeug stinkt! Tisch! Viel besser. Danke, Leute. Ein Seemann? Lass deine Freundin nie hängen. Nolik, komm raus da. Dieser Gestank macht dich krank. Ich komme nicht hinweg. Ich stecke fest. Hallo, Tom Thomas. Was machst du mit dem Schiff aus meiner Sammlung? Ich wollte es nur etwas lüften. Tom Thomas, du weißt doch, dass du nichts aus meinem Büro nehmen darfst. Hey, schau, ein kleiner Matrosenjunge. Der war mir gar nicht aufgefallen. Gib mal her, ich bringe es wieder auf das Regal, okay? Wer hat da geniest? Ich war's. Hatschi! Nun, alles klar. Mach deine Hausaufgaben und bitte geh nicht nochmal in mein Büro. Simka, wohin gehst du? Ich rette Nolik. Ich komme mit. Du darfst nicht ins Büro hinein. Dein Vater hat's verboten. Liebling, die Suppe wird kalt. Ich komme. Nolik, wo bist du? Simka, warum ist mir so schwindelig? Weil du diesen stinkigen Kleber eingeatmet hast. Puh, jeder weiß, wie stark der Geruch von Farbe, Reinigungsmitteln und Klebern sein kann. Dabei ist der Gestank aber nicht der eigentliche Gefahrenherd. Atmet man die Dämpfe von Farbe oder Kleber ein, kann man davon schreckliche Kopfschmerzen bekommen. Oder noch schlimmer, man kann ohnmächtig werden. Deswegen müssen Fixies, die etwas streichen oder kleben, eine Atemschutzmaske tragen. Die nennt man Respirator. Und Menschen müssen genauso aufpassen wie Fixies, wenn sie mit Chemikalien arbeiten. Und denkt stets daran, dass die Stoffe in Farbe und Kleber leicht entzündbar sind. Ein Funke reicht schon aus und bumm, es könnte etwas explodieren. Also achtet darauf, immer gut durchzulüften, wenn ihr mit Farbe oder Klebstoffen in Räumen arbeitet. Halte durch, Nolik. Ich hol dich da raus. Nolik? Oh nein, alles okay? Nolik! 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 Du bist am Leben. Steuerbord. Zum Hafen. Piasta. Piasta.
Alles klar, der wird schon wieder. Nolik, erkennst du mich? Ein riesiger Oktopus?